Haben wir Tag 4 vom Adventskalender. Die Zeit rast immer, das ist echt nicht zu glauben. Ich habe mir hier alles schon zurechtgelegt und heute sogar auch mein Dings, den habe ich nämlich gestern vergessen. Ja, und ich fange wie immer an mit dem IKEA Adventskalender und mache mich mal auf die Suche nach der 4. 5, 6, da ist die 4. Und starte mal die App. Und ich glaube, ich gucke mir mal die ganzen Sachen an, wo es interaktive Sachen gibt. Was macht denn der Lampe? Cool. Ja. Ja, den Rest hebe ich mir für die anderen Tage auf, denke ich. So, und öffne mal. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Kalender nicht mehr schief ist. Ich habe ihn ausgetauscht, weil ich mir wie jedes Jahr mehrere davon gekauft habe. Und ja, das war mir jetzt doch ein bisschen, war nicht so toll, dass das immer so schräg war. Und dann habe ich gedacht, okay. So. Hier haben wir den und heute Morgen habe ich eigentlich noch gar keine Lust auf Schokolade, aber... Ja, gute Frage, wonach schmeckt jetzt diese weiße Creme? Ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Ich kann es nicht sagen, es schmeckt weihnachtlich, aber... Jetzt nicht nach Zimt oder so oder Anis oder nicht so was Intensives. Schon weich, aber ja. So, und was haben wir denn hier? Ein Haus gegen die Kälte. Willst du ein Haus bauen? Nichts leichter als das. Wie wäre es mit einem Lebkuchenhaus zu Weihnachten? Das ist nicht nur gemütlich, sondern auch lecker. Und dann kann man auf die Anleitung. Gehen und hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, einmal die Anleitung zu einem Lebkuchenhaus und ich glaube, die hatten bei IKEA auch immer so ein Set, genau, das wird das nämlich sein hier. Die hatten so ein Set, da hier steht, das habe ich nämlich letztes oder vorletztes Jahr gesehen und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich auch eine coole Idee, wenn du so ein fertiges Set hast. Und der richtige Helfer und dann kommt man direkt auf IKEA. Achso, und hier hat man jetzt, ja, die habe ich hier tatsächlich sogar. Ja, eine Waage brauche ich nicht, das mache ich immer in meinem Thermomix. Ja, okay, und hier kommen jetzt halt nur verschiedene Backzutaten. Obwohl, sowas hier ist interessant. Oder das ist ein Fleischthermometer oder und ein Küchenwecker, okay. Ich bräuchte nämlich irgendwann mal, ich muss mir mal so ein Thermometer holen, was man einfach in jedes Essen reinmachen kann, um eben die Temperatur zu testen. So, das war der IKEA. Ja, und heute habe ich hier so ein Sonnenkraft. Und ja, da ist Vitamin D drin, was man ja sonst eigentlich nur von der Sonne bekommt, das der Körper ja nicht selbst herstellen kann. Warum wir auch übrigens manchmal uns so müde und schlapp fühlen und ja, einfach nicht so gut drauf sind, wenn das Wetter schlecht ist. Da fehlt uns nämlich Vitamin D. Genau, okay, und heute fange ich an mit dem Päckchen von Miss Fruchteis. Ja. Was könnte da drin sein? Es fühlt sich... Ich glaube, da ist ein Kuscheltier drin.
Es fühlt sich so weich und flauschig an und hat aber auch an manchen Stellen was Festes. Das könnte eine Art Kuscheltier sein. Das ist nochmal eigentlich. Okay, irgendwas mit Stoff ist es anscheinend. Sieht aber nicht aus wie Kuscheltier. Was ist das denn? Dann hast du das hier nochmal irgendwie eingepackt. Nein, okay, das ist so ein Figürchen. Dann müssen wir mal gucken. Achso, in so einem Beutelchen drin. Und das scheint ein Engelchen oder so zu sein. Und das hat ein Schildchen und da steht mein Name drauf. Ja, das ist ja süß. Habe ich ja noch nie gesehen. Ganz süß. Ja, und das kommt mit an meinen Weihnachtsbaum, weil das ist gar nicht so schwer und passt gut an den Baum, finde ich. Hat ja auch einen Aufhänger. Kommt mit an mein Weihnachtsbäumchen. So, dann geht es hiermit weiter. Und hier sind, glaube ich, Perlen drin. Das fühlt sich an wie mehrere runde einzelne Teile. Jawohl, das sind Perlen und dann haben wir hier noch so ausgestanzte Kleeblätter. Und hier haben wir Weihnachtskugeln. Sind nämlich ganz witzig, die sind nämlich mit Weihnachtsstoff bezogen und haben oben dann so eine Öse, dass man die noch aufhängen kann. Ja, cool. Und die passen theoretisch auch an meinem Baum, weil mein Baum ist nämlich gold und rot und dann passen die nämlich schön dazwischen. Dann mache ich mir hier einfach nur hier solche Fädchen dann mit dran und dann kann ich das auch an meinen Weihnachtsbaum hängen. Ja, heute gab es Weihnachtsbaumdeko. Sehr schön. Und wie aufeinander abgestimmt sogar. Witzig. Ja, ich werde mir jetzt noch meinen Drink mimigen und euch wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Bis morgen.